Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bevor es losgeht, gibt es natürlich wieder ein paar Informationen vorab. Und zwar erstmal ein riesiges Dankeschön für eure Kommentare. Und zwar haben wirklich so, so viele an der Verlosung teilgenommen. Und das hat mich wirklich richtig gefreut. Und vor allem waren da unter anderem auch richtig schöne Kommentare mit dabei. Und ja, es ist immer wieder schön, wenn dann so viele Leute kommentieren und auch was sehr Nettes schreiben. Und ja, auf jeden Fall findet ihr den oder die Gewinnerin am Ende des Videos. Ihr müsst jetzt nicht suchen, sondern unten in der Infobox habe ich wie immer eine Gliederung und da findet ihr dann schnell den Part, den ihr sucht. So, heute dreht sich alles rund um das Thema Sandwich. Ja, Sandwich. Und zwar geht es allerdings nicht um ein essbares Sandwich, sondern um das Sandwich meiner Stanzumprägemaschine. Also ihr seid noch auf dem richtigen Kanal. Das hier ist keine Kochsendung. So. Zum einen möchte ich euch heute zeigen, wie ich mein Sandwich, also das hier, belege, und zwar in der Spar-Edition. Und ich glaube, es gibt sogar dazu schon ein Video, aber ich wollte zum anderen euch noch zeigen, wie ich das Sandwich belege. Oh Gott, das hört sich so komisch an, aber wie ich eben meine zweite Variante gestalte, um mit der Stanz- und Prägemaschine von Action auch zu embossen. Und zwar nicht die normalen Embossing-Folder, sondern es geht dieses Mal um Schablonen, die man auch zum Prägen benutzen kann. Und zwar hat Christine von Create a Smile bereits ein Video dazu hochgeladen. Link findet ihr auch in der Infobox. Aber heute möchte ich euch die Sparfuchs- bzw. Sparpanda-Variante zeigen, wie man denn das für die Stanz- und Prägemaschine von Action macht. Und zwar wirklich in der Spar-Spar-Variante. Und es funktioniert erstaunlich gut. Denn als ich Christinas Video gesehen habe und das auch ausprobieren wollte, habe ich, sagen wir mal, jetzt nicht stark geflucht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Denn die Einstellung für die Big Shot und die Einstellung für die Stanz- und Prägemaschine sind hier auf jeden Fall etwas anders. Ich habe es tatsächlich sogar auch mit der Nicht-Spar-Variante, sage ich mal, probiert und irgendwie hat das nicht funktioniert. Naja, auf jeden Fall, in diesem Video präsentiere ich euch, wie das genau funktioniert. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das Thema interessiert. Und zwar möchte ich hier mit meinem klassischen Sandwich, Standard-Sandwich, beginnen. Und zwar ist das jetzt zum Stanzen gedacht. Schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Und zwar beginnen wir hier mit der Platte A. Das ist quasi der untere Boden. Dann kommt die nächste Schicht. Und zwar ist das eine Platte B. Die kommt dann oben drauf. Dann kommt das hier oben drauf. Und zwar ist das die Sparvariante. Das ist eine Schneidematte. Die habe ich günstig im Action erworben. Und zwar gibt es die im A3-Format. Und diese habe ich klein geschnitten. Und zwar kann man aus dieser Schneidematte, ich glaube, 4 Teile rausbekommen, wenn ich mich nicht irre, und zwar auch so 2 längere. Und wie ihr sehen könnt, das ist tatsächlich, ja, noch mein allererstes Stück. Ich habe diese Stanz- und Prägemaschine, ich glaube, jetzt schon seit über einem Jahr oder fast einem Jahr und habe das immer noch nicht gewechselt und habe immer mal wieder die Oberseite und die Unterseite genutzt und es funktioniert erstaunlich gut. Und ihr könnt auch diese Schneidematte einfach mit einer ganz normalen Schere durchschneiden. Also das geht relativ einfach. Also ich fand das jetzt nicht sonderlich schwer. Und um das Sandwich abzuschließen, kommt nochmal. Hier sieht man das leider nicht mehr, weil mit der Zeit ja verschwinden diese Buchstaben. Ich glaube, ihr könnt das ganz leicht noch sehen. Das ist auch Platte B. Und die kommt einfach obendrauf. Also das heißt, ich hole jetzt mal kurz ein Stanzteil und zeige euch mal, wie das genau funktioniert. Und zwar nehmen wir hier jetzt das Exacompta-Papier. Das benutze ich total gerne für fast alles.
und legen das einfach hier drauf. Dann nehmen wir die Standschablone. Ich habe jetzt hier diese Blumenstanze von Action. Wir können natürlich jede andere Stanze benutzen. Dann legt ihr sie so rum auf. Also das sind quasi die Schneidekanten und die werden dann so rum aufgelegt. Und dann kommt das hier oben rauf. Und noch als kleiner Tipp, und zwar um den Druck zu erhöhen, falls das jetzt nicht komplett ausgestanzt wird, empfehle ich euch einfach ein A4-Blatt, also wirklich ein ganz normales A4-Blatt zu nehmen und zu falten und dann nochmal hier drüber zu legen. Moment. Und somit erhöht ihr den Druck. Ich probiere das jetzt. Ja, ich mache das, glaube ich, einfach mal gleich rein. Also meistens mache ich das immer mit drauf, aber bei einigen Stanzschablonen ist es eigentlich ausreichend, wenn man jetzt nicht den Druck nochmal erhöht. Und wir kurbeln das Ganze jetzt einmal probeweise durch. Das Ganze mache ich jetzt zweimal, also vor und zurück. Und dann müsste eigentlich die Standschablone durchgekommen sein. Also dadurch, dass das hier wirklich sehr, sehr filigran ist, müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass ihr hier jetzt nichts abreißt. Okay, hier an einer Stelle wurde es nicht richtig gestanzt, aber ihr könnt schon sehen, dass eigentlich der Rest schon durchgestanzt ist. Also hier ist wirklich so eine kleine Stelle. Und wenn das der Fall sein sollte, würde ich euch nochmal empfehlen, das einfach so zu lassen und die Standschablone nochmal raufzulegen und das Ganze nochmal anders zu positionieren. Also am besten vielleicht so. Und dann kommt hier nochmal das Blatt drauf. Und dann wird eben noch einmal gekurbelt. Und ich hoffe, jetzt müsste es eigentlich durch sein. So, tada! So, also ihr könnt natürlich auch viermal hin und her kurbeln oder dreimal. Aber ich sag mal so, in den meisten Fällen funktioniert das eigentlich schon nach zweimal durchkurbeln. So, dann lösen wir das hier und tada, es ist ausgestanzt. So funktioniert das klassische Stanzen. Und zwar, wie gesagt, in der Sparfuchs-Edition. Tatsächlich werden eigentlich, ich glaube, die Platten B benutzt, um darauf zu stanzen, aber dann ist es so, dass nun mal ein Abdruck von der Stanzschablone auf der Seite entsteht und ich mache das aus zwei Gründen nicht, denn erstens, klar, Sparvariante, man spart sich dadurch diese Platten, es ist definitiv günstiger, diese Schneidematte zu kaufen, die kostet, ich glaube, 1,89 € oder 1,83 € und wie gesagt, daraus könnt ihr vier Platten schneiden. Und die zweite Variante ist, ich finde, das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich finde, das ist so ein, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das auf diesem Plastik zu stanzen. Natürlich ist es nicht verwerflich, also eigentlich ist es ja dafür gedacht, dass man es macht, aber ich kann dieses Knacken nicht hören, es hört sich einfach nicht richtig an. Und ja, deswegen mache ich das so. Nun kommen wir aber zum Prägen bzw. embossen mit einer Schablone. Hierzu müssen wir das Sandwich natürlich auch umändern. Man benötigt zum Prägen eine Silikonmatte und die gibt es natürlich auch zum Beispiel über Amazon oder anderen Online-Shops zu kaufen. Aber da wir gerade sparen und die Sparpanda-Variante sehen wollen, habe ich natürlich eine Alternative gefunden und die gibt es übrigens auch im Action. Und zwar gibt es im Action in der Küchenabteilung so eine Silikonmatte. Es ist eigentlich,
Hier steht auch Baking Mat drauf, also zum Backen. Aber irgendwie verstehe ich diese Abbildung nicht ganz. Auf jeden Fall kann es auch in den Gefrierschrank, in die Mikrowelle, in die Spülmaschine und darauf kann man auch Lebensmittel verarbeiten. Das hört sich doch schon mal gut an, aber wir benutzen das für die Stanz- und Prägemaschine. Also ich weiß auch, dass man Silikonmatten total gut fürs Gießharz gießen oder für UV-Harz benutzen kann, aber deswegen sind wir ja nicht hier, sondern ich mache das Ganze mal kurz auf. Ja, kurz. So, jetzt ist es so. Und ihr könnt schon mal sehen, so sieht das Produkt nicht aus. Ich habe mir natürlich schon ein Stück rausgeschnitten und zwar so, dass das hier auf die A5 Schneidematte raufpasst. Und zwar ist das, ja, hier das Stück habe ich rausgeschnitten. Und wie ihr sehen könnt, also diese Schneidematte kostet auf jeden Fall unter 3 € und das ist für eine Silikonmatte echt günstig. Und ihr könnt aber sehen, dass ihr auf jeden Fall nochmal, ich würde jetzt sagen, so Pi mal Daumen, fast noch 2 Matten rausbekommen würdet. Und ja, ansonsten kostet so eine Silikonmatte auf Amazon, also die wirklich speziell für die Stanz- und Prägemaschine gemacht ist, ich glaube um die 10 € oder knapp 10 €. Und somit habt ihr jetzt die Sparpanda-Variante. Und nun zeige ich euch, wie ich das Sandwich zusammensetze. Und zwar ist das nicht die klassische Variante, sondern wir nennen es jetzt Spezialvariante. Das Sandwich Spezial. Wie gesagt, ich musste etwas rumexperimentieren, denn die Variante für die Big Shot und die für die Stanz- und Prägemaschine für Action funktioniert etwas anders. Aber hier seht ihr jetzt die Spezial-Sandwich-Variante von Pandalina Crafting. Und zwar haben wir hier einmal, genau, fangen wir wieder von unten an. Und zwar ist das wieder die Grundplatte A. Dann kommt eine Schneidematte, also ich nehme jetzt einfach die, die ich auch zum Stanzen benutzt habe. Dann kommt noch eine Schneidematte, die kommt einfach oben drauf. Dann kommt die ausgeschnittene Silikonmatte. Dann kommt oben drauf wieder Platte B. Und bevor die Platte B kommt, kommt natürlich wieder ein Exacomterpapier. Also die Produkte, die ich hier euch auch alle zeige, die verlinke ich wie immer unten in der Infobox. Und ich verlinke euch auch die baugleiche Action, Stanz- und Prägmaschine. Allerdings ist sie zurzeit leider ausverkauft. Aber vielleicht ist es so, dass sie die wieder bald auf Lager haben. Deswegen verlinke ich sie euch auch einfach mit. Und natürlich auch eine Silikonmatte-Alternative. Also wenn ihr jetzt nicht die von Action nutzen wollt, dann könnt ihr auch eine richtige nehmen. Genau, dann kommt das Exacomterpapier drauf und eine Stencil eurer Wahl. Und zwar habe ich hier, das sind Schablonen auch vom Action. Also, so wie ihr sehen könnt, ich glaube, das ist hier 90% Action-Material. Und nehme jetzt diese Schablone. Die kommt dann einfach oben drauf. So, und auch darauf achten, dass nichts rüberguckt, weil sonst, wenn ihr das nämlich durchkurbelt und hier noch was absteht, dann kann es sein, dass ihr die Schablone einklemmt und dann beschädigt. Und dann kommt einfach, wie gesagt, Platte B rauf. Dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir es durchkurbeln. Und je öfter ihr sie durchkurbelt, desto intensiver ist dann die Prägung. Ich kurbel jetzt 1, 2 und ich glaube noch mal ein drittes Mal durch. Und jetzt schauen wir uns das Resultat an. Ich finde, das ist immer irgendwie ja, das Spannendste daran. Also nicht wundern, das klebt. So.
Tada! Also ich finde, das sieht total schick aus und auch auf der Rückseite ist natürlich eine Prägung entstanden, aber eben das Negativ. Und ich finde das total der Hammer. Vor allem kann ich euch jetzt nämlich die Vorteile zeigen. Also klar, erstens, ihr müsst euch nicht extra ein Prägefolder holen, sondern ihr könnt auch die Schablonen, die ihr bereits da habt, natürlich benutzen. Also es geht auch mit den ganz normalen Schablonen, also die aus weißem Kunststoff sind. Es geht mit allen möglichen, ja, Stencils. Und zum Schluss zeige ich euch natürlich, was ich aus den Hintergründen noch gemacht habe. Aber ich möchte euch nämlich zeigen, was jetzt die Vorteile sind. Also, ihr könnt das natürlich so lassen und als Hintergrund nehmen. Und das Coole ist, ihr könnt jetzt einfach die Schablone nehmen, nochmal so rauflegen, so wie sie eben geprägt worden ist. Ich fixiere das Ganze jetzt mit dem Klebeband. Also ihr könnt da auch einfach Kreppband oder sonstiges nehmen. Denn, das hat Christine auch in ihrem Video gezeigt, man kann jetzt total toll die Stempelfarbe auf die Stellen verteilen, die man ja auch gefärbt haben möchte. Und ich würde euch empfehlen, nicht jetzt alles auszufüllen, weil sonst sieht man diese Prägung einfach nicht mehr, sondern wirklich nur so einen Teil. So, und zwar nehme ich hier jetzt einfach Antiklinien. Ihr könnt jede x-beliebige Farbe nehmen. Und ja, färbe jetzt einfach mal hier. Ui, jetzt ist es verrutscht. Okay, wir müssen mehr fixieren. Einfach diese Stelle ignorieren, bitte. So, also nicht sparsam sein. Also in dem Fall bitte nicht den Sparpanda machen, sondern einfach wirklich alles fixieren. Und am besten, ihr klebt das auch auf das Papier, damit es auch euch wirklich nicht verrutschen kann. Weil irgendwie in dem Fall verrutscht das ganz schön schnell. So. Und jetzt gehe ich einfach hier mit der Distress-Oxid-Farbe rein. Und verblende eben in dem Fall jetzt nur den unteren Teil. Also ich möchte halt so einen Verlauf erzeugen, also dass das unten am kräftigsten ist. Und dann wird es eben bis hierhin aufgehellt. Also gehe ich immer wieder unten hin und verblende das dann immer weiter nach oben. Und zack, sind wir jetzt fertig und tada. Bitte jetzt einfach diese untere Stelle hier ignorieren, da bin ich jetzt leider rangekommen. Aber, so, ich mache den Finger, jetzt könnt ihr es euch viel besser vorstellen. Und zwar können wir hier noch die Prägung sehen und der Rest ist richtig schön eingefärbt. Und ja, das war eigentlich so das Grundtutorial und ich hoffe, euch hat das gefallen. Jetzt kommen natürlich noch fertige Karten, die ich mit dieser Prägung gemacht habe. So, und zwar wollte ich so meinen ersten Versuch zeigen und ja, wie man sehen kann, man sieht eigentlich nichts von der Prägung, deswegen würde ich euch, also hier könnt ihr das so sehen, dass ich das geprägt habe, aber dadurch, dass ich überall Farbe drauf gemacht habe, sieht man nichts. Man fühlt das nur noch maximal, aber wie gesagt, ich würde euch empfehlen, nur einen Teil einzufärben, weil sonst, ja, wie ihr sehen könnt, seht ihr dann nichts. Also zumindest geht dieser Effekt sonst verloren. Dann habe ich hier noch eine Variante und zwar habe ich das mit der Prägeschablone gemacht, das ist auch von Action. Und ich habe zuerst den Rand hier ausstanzen lassen. Den Rand ausgestanzt und habe dann die Prägung gemacht. Auf keinen Fall andersrum machen, weil sonst wird das wieder platt gedrückt. Also ihr müsst die Prägung als allerletzten Schritt, also vor dem Kolorieren natürlich, machen, damit ihr das dann auch ausgestanzt habt. Und jetzt kommen wir zu den Karten.
Und zwar habt ihr die Karte schon in dem World of Patrons Video gesehen. Und zwar habe ich einfach die Prägung nur zur Hälfte gemacht. Und das sind hier diese Punkte. Und die andere Hälfte habe ich einfach koloriert. Und habe tatsächlich sogar nachträglich nochmal raufgestempelt. Und wenn ihr genau hinseht, seht ihr auch, dass da die Farben nicht richtig hingekommen ist. Also entweder ihr könnt das natürlich vorher stempeln, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, als ich das durch die Stanzmaschine gekurbelt habe, noch nicht so weit und wusste noch gar nicht, wie ich das Bild arrangiere. Und deswegen habe ich das erst danach gestempelt. Aber wenn ihr schon wisst, wie ihr eure Sachen platzieren wollt, dann könnt ihr, oder würde ich euch empfehlen, vorher zu stempeln und dann zu prägen. Aber so geht das ja auch. Und meine letzte Karte, das ist eine, ja, Babykarte und die habe ich auch einfach ohne einzufärben mit der Punkteprägung, also das fand ich irgendwie richtig schön, einfach geprägt. Ja. Wenn ihr das Video hilfreich fandet, dann würde ich mich über ein Panda-Däumchen nach oben freuen. Und wer gerne meine Videos schaut und noch nicht abonniert hat, der kann das an dieser Stelle gerne, gerne tun. Und jetzt kommen wir zu der Auslosung des Gewinnspiels und ich will mich einfach nochmal an dieser Stelle wirklich bedanken für eure wirklich sehr süßen Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer eine kreative Woche und einen guten Start in die Woche. Tschüss! So, die Seite kommt euch bestimmt schon bekannt vor. Das ist ein Random Comment Picker, das heißt, dieses Programm sucht sich jetzt aus diesem Video, also da oben habe ich den Link eingegeben und zwar ist es das Gewinnspielvideo und ja, der sucht sich einen Kommentar raus und das ist dann der oder die Gewinnerin und ich drücke euch allen die Daumen und jetzt sehen wir hier, ja, wer gewonnen hat. Und zwar ist das Simone Gerke. Sie hat geschrieben, die Stempel sind ja so Zucker. Wieder ein tolles Video von dir. Dankeschön, Simone. Und ja, sende mir bitte die Daten zu, an welche Adresse ich deinen Gewinn schicken soll. Und mach das bitte über meine E-Mail-Adresse. Die steht auch in der Infobox drin, also unter diesem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!